Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein mega cooles Unboxing für dich, denn die französische Box My Little Box ist bei mir eingetroffen und im Mai kommt sie in der Kooperation mit Rituals. Also es könnte kein schöneres Geburtstagsgeschenk für mich geben. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in dieser Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die My Little Box wird mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, damit ich sie hier vorstellen kann. Vielen, vielen Dank an die liebe Stefanie für die wundervolle Zusammenarbeit und dass ich tatsächlich auch in diesem Video eine Box an einen von euch verlosen darf. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau dort gerne einfach mal vorbei. Natürlich solltest du Abonnent meines Kanals sein. Das wäre so eine der Voraussetzungen. Das bist du entweder schon oder du wirst es einfach mal, indem du dort auf den Abo-Button klickst. Ich fände es cool, wenn die Community hier wachsen würde, denn ja, es ist schön hier. Wir haben Kekse, Kaffee, Kuchen. Ist total großartig. Und wir schauen uns jetzt aber erstmal die Rituals-Box an, glaube ich. Hier ist ein richtig schönes Bild drauf. Das ist eine Lady. Wenn sie blond wäre, es könnte ich sein. Also so richtig Chili-Milli auf der Wiese unterm Baum. Also mega geil, oder? Ich feiere dieses Bild hardcore. Ich finde es wirklich schön gemacht. Es sieht auch sehr, sehr künstlerisch aus, als hätte das auch irgendeine Künstlerin gemalt. Hier steht auch was drauf. Kanako vielleicht, ist das die Künstlerin? Ich glaube schon. Genau, und die My Little Box ist eine besondere Box, weil wir hier neben Pflege und manchmal auch dekorativer Kosmetik Produkte von der Eigenmarke von My Little Beauty haben. Und wir haben hier auch so einige Lifestyle-Artikel drin. Und ich glaube, hier haben wir anstatt der normalen 2 Lifestyle-Artikel gleich 3 drin. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und Sammy, der ist gerade gegen irgendwas gelaufen. Ach, der Hund ist wahnsinnig. Okay, ja, ich würde sagen, wir schauen mal rein. Ich habe schon einen Spoiler bekommen, denn es ist ja eine Kooperation, ne? Und genau, ich weiß, also es geht um Ritual of Ying. Oh, ich liebe Ritual of Ying. Das ist so ein ganz toller Duft. Wirklich, da habe ich letztens erst ein Duschöl von Lea gemacht, was mein Freund nicht ganz so mochte, weil es sehr nach Lavendel gerochen hat. Ich persönlich mochte es so gerne, weil ich das ja abends vorm Schlafengehen zum Duschen genommen habe. Dann gibt es da auch das Kissenspray, was ich richtig geil finde. Und, das muss ich euch kurz zeigen oder vorlesen vor allem, es gibt jetzt im Mai bis zum 31. Mai einschließlich eine Aktion auf My Little Box, dass ihr 5 Euro Rabatt auf die erste Box bekommt und das ohne Mindestlaufzeit von der Box an sich. Und das ist eine Besonderheit, ne? Mit dem Code RITUALSBOX bekommst du 5 Euro Rabatt auf deine erste Box. Und da die 17,90 Euro kostet normalerweise, zahlst du dann ja nur 12,90 Euro für die Box. Und du hast hier einen Wert drin, der deutlich höher ist als das, was sie kostet, ne? Das ist schon ziemlich cool. Ich habe jetzt einfach mal hier den Deckel entfernt. Das sieht so schön aus. Sammy, das wollen wir doch im Hintergrund sehen, oder? Fällt die runter? Nein. Das ist gut. Und dann haben wir hier den ersten Blick in die Box und es kommt direkt dieser Duft raus. Ich könnte mich gerade so reinlegen. Okay, wir haben hier so ein Bändchen, was halt, oder eine Schleife, die halt auch passend zum Ritual of Ying passt. Und ich glaube, My Little Box bringt jeden Monat eine Sonderedition mit Rituals raus, was ich geil finde. Es gibt auch Sondereditionen mit MAC zum Beispiel. Mega. Und wir haben immer hier so ein, oder meistens, so ein Flyer drauf, wo dann entweder ein Bild drauf gemalt ist oder ein schöner Spruch drauf steht. Das kann man sich so hinstellen oder hinhängen. Wir wachen auf und sehen uns um. Wie wird die Welt sich zeigen? So wunderschön ist um uns rum ein bunter Blumenreigen. Von Ludwig Strunz. Bin ich jetzt eine literarische Null, wenn ich den Mann nicht kenne, aber gut, das hört sich auf jeden Fall schön an. Passt für mich auf jeden Fall jetzt zum Mai. Und hier haben wir dann den ersten Blick in die Box und das ist immer so schön liebevoll gepackt. Da sind kleine Päckchen geschnürt. Also ich sehe jetzt keine riesengroßen Produkte, deswegen gehe ich davon aus, dass wir keine großen Rituals Produkte drin haben. Hier haben wir zuallererst sowas drinstehen. Viele Wege führen zur Entspannung. Bei My Little Box glauben wir schon lange an die Kraft der Little Rituals und Lifehacks. Unsere Routinen helfen uns, die raren Mii-Momente im Alltag mit Freude zu genießen. Egal, ob wir uns auf ein verwöhnendes Bad oder eine behagliche Atmosphäre mit sinnlichen Düften asiatischer Räucherstäbchen zum Feierabend freuen, verlässliche Entspannungsstrategien verleihen den kleinen Dingen des Lebens die extra Prise Glück. Der Mai macht bekanntlich alles neu und so brechen auch wir diesen Monat auf zu neuen Ufern, neuen Routinen und passen unsere Bedürfnisse wieder neu an.
Vielleicht findest du hier die ein oder andere Anregung, die perfekt in deinen Alltag hineinpasst. Es ist schließlich der Wonnemonat. Entdecke unsere Tipps und Ideen für mehr Entspannung im Alltag in diesem kleinen Leitfaden aus unserer Mai-Kooperation mit Rituals Cosmetics. Okay, und hier ist dann so ein Flyer. Okay, wow, da hast du hier einen kompletten Tagesablauf drin. Das ist ja nice. Kennst du schon The Ritual of Yin? Ja, kenne ich. Mit My Little Relax Deal hast du schon dein Lieblingsritual gefunden? Nee, My Little Relax Deal hast du schon dein Lieblingsritual gefunden? Mit dem Code RITUALSMLB5 bekommst du exklusiv 5 Euro Rabatt auf das Rituals Cosmetic Home Sortiment. Kerzen, Duftstäbchen, Raumdufte, Handseifen, Handbalsam und entsprechende Nachfüllprodukte sowie Perfume. Genie, inklusive Kartuschen ohne Mindestbestellwert. Oder du zeigst einfach den Barcode direkt beim Rituals-Händler deines Vertrauens vor. Gültig bis zum 30.06. Einzulösen in allen Rituals-Stores oder auf rituals.com. Ausgenommen sind bla 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 bla, Flughäfen, bla, Spas, bla, nicht kombinierbar, nur einmal personengültig. Läuft. Doch, finde ich cool. Und hier hast du halt wirklich so einen kompletten Tagesablauf, wie man theoretisch Ritual of Yin in deinen Alltag integrieren könntest, beziehungsweise wie du quasi motiviert den Tag gestalten könntest mit Yoga und so weiter und so fort. Finde ich schön, definitiv. Ja, also das alles, was hier so morgen stattfindet, ist für mich ein bisschen schwierig, denn ich arbeite ganz normal bis 4:30, ne, und da kann ich jetzt schlecht mich irgendwie, wobei im Homeoffice vielleicht so mal zur Mittagspause oder so, dass man sich Duftstäbchen anmacht oder so. Ihr seht, ich rede recht viel, aber ich habe hier unten Timestamps, ne? Da könnt ihr weiterspringen, wenn ich euch zu viel rede. Da sind auch die einzelnen Produkte da mit dabei. Hier haben wir Rituals X My Little Box, das erste Päckchen, das erste Säckchen. Ist schon hübsch gemacht. Also die verwende ich auch immer weiter, wenn ich Verlosungen mache zum Beispiel, packe ich die Verlosungsprodukte da so ein bisschen mit rein. Das ist dann immer ein bisschen hübscher, finde ich. Hier haben wir drin, immer in Richtung Herzchakra, eine Massagebürste. Oh, das ist hier auf Deutsch und auf Französisch. Trockenbürsten befreit deine Haut von toten Hautschüppchen und aktiviert die Blutzirkulation. Aber bitte denk daran, dabei immer in Richtung deines Herzens zu bürsten. Das wusste ich gar nicht. Finde ich witzig. Also hier steht auch noch ein bisschen mehr drauf, aber ich weiß nicht, ob ich das... Das ist halt, ne? Oh. Einfach auf die trockene Haut sanft abgebürstet. Genau, also das machst du wirklich über die trockene Haut. Das kannst du vor dem Duschen zum Beispiel auch super machen. Dann solltest du aber kein Duschgel zum Beispiel mit hier Menthol oder sowas verwenden, weil natürlich deine Haut sehr geöffnet ist. Hört sich nicht geil an, aber ist so. Und das ist das hier, Enton Poursoir. Das ist halt diese Trockenbürste und die fühlt sich doch recht weich an. Ich hatte schon mal eine andere Trockenbürste. Die war sehr, sehr hart. Die war mir letztendlich sogar zu hart, sodass ich sie nicht weiter benutzen konnte, weil ich doch sehr sensible Haut habe. Das fühlt sich aber wirklich annehmbar an. Also das müsste ich theoretisch jetzt so... Okay, ja geil. So Richtung Herzen, ne? Was, da ist irgendwo ja mein Herz, ne? Hier so. Und dann halt den ganzen Körper. Ich glaube, damit komme ich definitiv klar. Oh, das fühlt sich aber wirklich angenehm an. Und je nachdem, wie intensiv man das haben möchte... Macht man das dann doller oder sanfter? Aber ich merke wirklich, wie das auch die Zirkulation anregt. Ne? Fühlt sich schön an. Also die kommt jetzt auch mit ins Badezimmer. Oh, meine Haut. Angenehm. Ja, schön. Ne? Mag ich auf jeden Fall leiden. Cooles erstes Produkt. So, dann ja, machen wir mal das nächste auf. Und hier werden dann wahrscheinlich die Rituals-Produkte drin sein. Was steht da drauf? Slow Motion oder Slow Emotion. Es fühlt sich auf jeden Fall nach Rituals Produkten an. Nach 3 Stück tatsächlich. Und ich glaube, hier ist das Kissenspray drin. Ich würde so hart feiern. Ne? Ich habe zwar noch eine Full Size hier zu Hause, aber die mal... Irgendwie habe ich mir die sogar mal gekauft, glaube ich. Und ja, gestern ist mir tatsächlich genau das hier leer gegangen. Das ist nämlich... Das ist so geil. Sleep, Deep Sleep Pillow Mist, das ist mit Sacred Wood und Lavendel, 20 ml sind hier drin und Leute, das riecht so hammergeil, hammergeil, ich liebe diesen Duft, ich liebe ihn, also so als Kissenduft ist es traumhaft, ich finde es echt schön und geil, ist jetzt einfach mit drin, ne? Habe ich ein Backup und gestern, wie gesagt, ist diese Aufgebrauchkiste eins reingewandert, ja, ich freue mich. Echt geil. Dann habe ich hier ein Calming Foaming Shower Gel mit Sacred Lotus und Jojoba. Relax auch wieder. Also das ist auch eine schöne Geschichte. Ich finde, dass in diesen Rituals Duschschäumen
irgendwie nicht so ultra viel drin ist. Jedenfalls habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht verwende ich davon auch zu viel dann immer. Hier sind jetzt 50 Milliliter enthalten. Das hat schon einen geilen Duft, ne? Das kommt, oh, gleich fällt hier alles runter. Das kommt eigentlich als Gel raus und dann schäumt es so auf der Hand auf. Habe ich jetzt schon Bock drauf, ne? Oh, so geil. Foaming Shower Gel Sensation. Oh, ja, richtig geil. Also feiere ich hart. Okay, und dann haben wir jetzt noch das dritte Produkt hier mit bei. Und das ist Your Path to Inner Peace. Dein Weg zum inneren Frieden. Soothing Body Cream. Also das passt perfekt. Was pafft? Ich kann nicht mehr reden. Das passt perfekt zusammen. Vorher gehst du natürlich erst mit der Trockenbürste so vorsichtig über deine Haut und reaktivierst sie und machst sie aufnahmefähig. Dann gehst du unter die Dusche, dusch dich ab mit diesem wundervollen Duschschaum. Dann kommst du wie eine Göttin oder ein Gott aus der Dusche hinaus spaziert, nimmst dir die Soothing Body Cream, die dich ebenfalls einhüllt in einen wundervollen Duft und dich vorbereitet, damit du in dein wohlduftendes Bett fallen kannst, was du vorher mit diesem Deep Sleep Pillow Mist eingesprüht hast, und alles ist einfach traumhaft. Das ist, so fühle ich, also so stelle ich mir auch das wirklich vor, so auf Wolken, keine Ahnung, es ist richtig geil. 70 Milliliter sind jetzt hier in dem Produkt enthalten. Ich denke auch, dass ich die Produkte gleichzeitig so verwenden werde. Mega. Finde ich wirklich, wirklich geil. Also das ist so ein, das passt halt auch so schön zusammen. Es ist auch so ein bisschen auf diese Mai-Geschichte abgestimmt, finde ich bislang echt gut. Also dieses Wonnemonat und wir machen neu, wir machen die Haut neu. Wir verwöhnen die Sinne. Und Claudia hat Geburtstag bald. Yay! Okay, dann habe ich hier noch ein bisschen was drin. Votre Bulle, Medaillon, de Parfum, Rituals und My Little Box. Okay, was ist das? Deine Bubble, duftverströmendes Medaillon. Traumfänger, Schafe zählen, 6 Becher Kamillentee vor dem Schlafengehen kippen. All das kann ich natürlich in die Arme von Morpheus stürzen. Morpheus? Okay. Unser Geheimtipp für süße Träume ist dieses parfümverströmende Medaillon. Ein Spritzer Parfum auf die Keramikoberfläche und der Duft wird für eine lange Zeit an die Umgebung und der Duft wird für eine lange Zeit an die Umgebung abgegeben. Ah. Stell es auf deinen Nachttisch oder befestige es unweit deines Betts. Schließe deine Augen und entschwebe in deiner persönlichen Duftbubble in süße Träume. Süß. Finde ich cool. Ich habe auch so einen kleinen Mini-Speckstein auch schon bei mir am Nachttisch stehen. Vielleicht ist der hier ja hübscher. Designtechnisch bin ich jetzt so ganz weit oben, ne? Doch hinten drauf schön. Okay, also hier hinten haben wir nämlich so eingeprägt so ein Lavendel, würde ich mal so sagen. Ist aber sehr dezent. Da weiß ich gar nicht, ob man das überhaupt sieht. Doch, ein bisschen sieht man es schon. Und auf der anderen Seite steht halt drauf Rituals X My Little Box. Kann ich mir vorstellen, dass ich mir das wirklich an mein Bett dran mache. Ich habe jetzt so keine Möglichkeit, außer an meiner Lampe das so zu befestigen. Aber das ist nicht schlimm. Und da machst du vielleicht dann auch so ein bisschen was von dem Deep Sleep Pillow Mist drauf. Das kann man sicherlich auch machen. Und dann hat man das nochmal ein bisschen intensiver. Ist schon ganz süß. Doch, also schon schön. Beschwere ich mich nicht. Gut, was haben wir hier? Brandels, glaube ich. Brandil, Barrette Doré, Aperdre dans vos cheveux. Also irgendwas auf die Haare. So was Kleines für die Haare. Oh, vielleicht sind das so Blumen, Leute. So Blumen, die man sich in die Haare machen kann. Ist hier hinten so wie so ein Oldschool-Brief verschlossen. Das finde ich schon irgendwie schon scharf. Ist alles sehr liebevoll immer gestaltet, ne? Ja, oh, die finde ich schön. Die mag ich leiden. Ich bin ja sonst echt kein Fan von Haarklammern oder sowas in den Haaren, aber die sind schön. Güldene Haarspangen, die das kreative Chaos deiner Haarpracht bändigen. Und das finde ich hübsch. Das ist einmal so ein Blatt und einmal so ein Blatt. Ja, läuft. ein Blatt und ein Zweig hätte ich jetzt dazu quasi gesagt. Und dann kann man sich das nehmen. Gut, wenn man das halt jetzt so richtig, ne? Wenn man sich vielleicht so einen Zopf macht oder so, ist es, glaube ich, noch besser. Aber so kann ich das jetzt hier in meine Haare reinmachen, wenn ich meine Haare auch so ein bisschen aus dem Gesicht raus haben möchte. Ne? Da muss man wahrscheinlich ein bisschen anders machen. So vielleicht. Und dann könnte ich mich theoretisch schminken und gleichzeitig die Haare offen haben. Ist schon süß. Oder man macht sich die Haare so zur Seite, dann hier oben so Haarspangen rein. Kann schon süß sein, ne? Doch, mag ich. Mag ich definitiv. Nehme ich jetzt aber kurz raus, weil ich möchte beim Thumbnail nicht allzu viel verraten.
Geil wäre es natürlich auch noch gewesen, wenn das so richtig Klammern gewesen wären und nicht so Reinziehviecher, weil, obwohl, alles gut, hat gut funktioniert. Ich habe dann immer ein bisschen Angst, dass ich mir da Haare mit rausziehe, weil ich ein Tollpatsch bin, ne? Aber schön finde ich es. Und Gold finde ich auch toll. Das passt halt jetzt auch so, ne? Sonnenschein. Laurent Brown und dann war es Liebe. Roman-Leseprobe. Ja, hat man immer mal wieder dabei in Boxen, solche Leseproben. Ist ganz schön und ne, kann man sich gönnen, so als kleiner Teaser. Ich bin halt jemand, wenn ich mich reingelesen habe, dann möchte ich den Roman zu Ende lesen und dann möchte ich den jetzt zu Hause haben. Ich bin da sehr ungeduldig. Dann habe ich hier noch einen Teaser, denke ich mal, drin für den nächsten Monat. Nächsten Monat kommt die It Bag des Sommers. Geil, da haben wir wahrscheinlich sogar eine Tasche drin, oder? Weil das Bag wird groß geschrieben, also wird halt so hervorgehoben und hier ist auch eine Lady abgebildet und da sticht halt wirklich die Tasche und ihre Haare direkt raus, ne? Vielleicht, wir hatten schon öfters Taschen mit dabei. Summertime and the living is easy. Diesen Sommer mehr denn je, oder? Die Marke, mit der wir diesen Juni deine alljährliche Sommertasche entworfen haben. Ja, jeden Juni gibt es ja wohl eine Tasche. Begleitet uns auf unserem Abenteuer im Rhythmus melodischer Folk-Gitarren, ich spiele Gitarre übrigens, klimpernder Armbänder und leiser trommelnder Tambourine. Tambourine, so heißt das. Deine Unibox hat die Sonne eingefangen und sich extra Muscheln ins Haar geflochten. Sie erwarten dich schon. Es ist endlich Sommer und das Leben wird leichter. Wunderschön. Und das ist Mendigott. Mendigott. Sagt euch das was, die Marke? Ich kenne die jetzt soweit nicht, aber mit der wird dann im Juni kooperiert. Also macht es vielleicht doch wohl Sinn, sich die Box mal anzuschauen und zu abonnieren, denn dann hättest du quasi jetzt mit dem Code auch für 5 Euro günstiger diese Box mit diesem Inhalt. Und wenn du das Abo weiterlaufen lässt, dann hast du sogar demnächst noch eine weitere neue Tasche. Ich fand die Box sehr schön. Es ist immer alles sehr charmant, was da drin ist. Ne? Und es sind halt auch wirklich für mich persönlich brauchbare Produkte. Genau, also das passt halt alles zusammen. Ne? Auch der, ich sage jetzt mal Traumfänger dazu. Nee, es ist ein Duftfänger. Den finde ich ganz niedlich. Hätte ich jetzt irgendwie so eine Lampe bei mir am Bett, wo ich das halt richtig ranhängen könnte, das wäre noch cooler, aber My Little Box kann nichts dafür, wie ich mein Schlafzimmer gestaltet habe, Leute, ne? Muss man halt auch bedenken. Oder man nimmt sich einfach das hier und hängt das dann auch irgendwo hin. Man kann ja alles recyceln hier, ne? Ist schon cool. Also ich finde auch sehr, sehr geil, dass die als Richtung Ritual of Yin genommen haben. Weil, also ich finde, Ritual of Yin ist nicht dieses klassisch weibliche, wie jetzt zum Beispiel Ritual of Sakura, was ich persönlich auch sehr gerne mag. Oder Happy Buddha ist auch nicht jedermanns Sache, weil das halt sehr orangig schmeckt, vor allem riecht. Und ja, also ich glaube schon, dass wir hier ganz gut unterwegs sind, oder? Schreibt mir gerne eure Lieblings-Ritual-Sorte unten in die Kommentare. Denkt an das Gewinnspiel. Denkt dran, dass ihr für diese Box, wie gesagt, diesen Code habt und geiler Inhalt, oder? Schreibt mir auch eure Meinung zu der Box gerne in die Kommentare. Und das war's jetzt auch schon. Jetzt höre ich auf zu reden. Ich will dieses Video gar nicht beenden, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Ich will mehr. Nein, ich werde die gleich alle ausprobieren, die Produkte. Und denn ich muss gleich duschen. Es ist schon 21.08 Uhr, Leute. Ne? Claudine, hier muss duschen gehen, morgen ist Tag. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!